herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sörens Brettspiele. Heute spielen wir Zombicide. Zombicide ist die deutsche Ausgabe des Kickstarter-Erfolgs Zombicide. Erschien bei Asmodee im Jahr 2013 auf der Spielemesse. Ja, wie immer sprechen wir zuerst über die Regeln und über die Komponenten und kurz über das Generelle des Spiels. Zombicide ist ein voll kooperatives Spiel, das heißt, alle Spieler spielen zusammen gegen, in diesem Fall, die Zombies und man gewinnt oder man verliert zusammen. Es gibt keine individuelle Wertung, das bedeutet, niemand gewinnt oder verliert alleine oder ist eben besser. Im Spiel Zombicide spielt man Überlebende, die nach einer Apokalypse in einer Stadt überleben und versuchen müssen, gewisse Aufträge zu erfüllen. Das Regelwerk gibt hierzu sogenannte Szenarien vor. 10, allerdings kann man sich mittlerweile im Internet jede Menge neue downloaden. Ich glaube, man ist mittlerweile bei 32 oder 33 Szenarien, die man downloaden kann. Und man hat hier die Spielercharaktere-Karten. Hier ist es Josh, hier ist es Doug, Amy, Wanda, Phil und Ned. Das sind die 6 Charaktere, die mitgeliefert werden, die sogenannten Überlebenden oder auch Survivor. Zu jedem dieser Charaktere gibt es dann in der Farbe Ned Rot zum Beispiel eine dieser Figuren. Die Figuren sind nicht bemalt, ansonsten aber komplett. Als allererstes sehen wir die Spielfigur von Ned und dann sehen wir das Spielertableau von Ned. Oben sehen wir die Erfahrungspunkte von 0 bis 43. Es beginnt im blauen Bereich, geht in den gelben, in den orangen und ganz hinten ist der rote Bereich. Darunter sehen wir die Aktionen, die man in dem Bereich erhalten kann. Man beginnt immer mit der umsonst freien blauen Aktion. Für Ned ist es eine freie Suchaktion. Rechts unten erkennen wir sein Inventar, vorne die beiden Hände rechts und links und hinten 3 Plätze im Rucksack. Hier hatten wir Phil. Auch bei Phil sehen wir die graue Figur und sein Spielertableau. Phil beginnt das Spiel immer mit einer Pistole. Jede dieser Figuren hat eine Eigenschaft, eine besondere Eigenschaft. Die ist hier markiert. Man startet im blauen Bereich, da komme ich gleich zu. Und man hat immer eine besondere Eigenschaft. Phil beginnt zum Beispiel mit einer Pistole. Ned hat eine freie Suchaktion. Im Internet und auf einschlägigen Foren kursieren jede Menge dieser sogenannten Promo-Figuren oder Promo-Packs. Man kann das Spiel selbstverständlich komplett ohne diese Promo-Figuren spielen. Ich habe hier mal 2 für euch, Ivy und Eva. Für die erste Spielrunde gibt es die normale, für spätere Erweiterungen gibt es hier schon eine 2. Figur. Diese Figuren braucht man nicht. Immer wenn man so eine Figur beim Kauf dieses Spiels dazu erhält, bekommt man auch gleichzeitig eine solche neue Statistikkarte. Auf den 9 Figurkarten, in diesem Fall von Ivy und Eva, haben wir auf der Rückseite schon Zombie-Eigenschaften. Das gibt es hier bei den Karten im ursprünglichen noch nicht. Schauen wir uns jetzt einmal im Detail die einzelnen Komponenten an. In der Box haben wir, wie schon gesagt, die Überlebenden. Davon haben wir 6 Figuren. Dann haben wir diese Kartenteile. Ich zeige euch mal kurz eins hier. Das sind 4-eckige Kartenteile, doppelseitig bedruckt. Und je nach Szenario legt man mehrere dieser Teile zusammen
und legt dann einige Dinge drauf, um den Spielplan zu formieren. Des Weiteren hat man natürlich böse Figuren, Monster, Zombies. Dieses sind einfache, normale Zombies. Es gibt 5 verschiedene Designs von Zombies. Hier die einfachen Schlurfer-Zombies. Sie gibt es in 5 verschiedenen Modellen. Jede Menge davon in der Box. Es gibt nicht nur eins, sondern 2 solcher Trays voll mit Zombies. Bei Zombieside gibt es auch schnelle Zombies, sogenannte Runner oder Läufer. Die gibt es in 2 Varianten. Ebenfalls kommen in dieser Box. Hier sehen wir einen Fetti. Ein Fetti taucht immer mit 2 Schlurfern auf. Das heißt, sobald dieser auftaucht, hat man gleich 3 Gegner. Und zum Schluss das Monstrum. Riesig, fett, stachelig. Was gibt es noch in der Box? Es gibt 6 rote Würfel. Es gibt Autos, diese gepimpten Autos oder Polizeiautos. 4 dieser Autoplättchen gibt es. In unserer Mission heute werden wir auch mit Autos fahren. Es gibt ein Exit-Symbol. Es gibt diese Zombie-Brutplättchen in Rot und in Blau. Rot sind die normalen. Blau ist für ein spezielles Szenario da. Dann haben wir noch jede Menge Karten. Hier haben wir die Ausrüstungskarten. Die Ausrüstungskarten haben eine rote Rückseite. Hier sehen wir zum Beispiel eine abgesägte Schrotflinte, eine Maschinenpistole oder Wasser. In manchen Szenarien ist Wasser wichtig, in anderen ist es einfach sinnlos. Die Karten mit der gelben Rückseite sind die Spawn-Karten und hier sehen wir die andere Seite. Das sind die Zombies, die erscheinen, wenn man die Karten aufdeckt. Ein paar Ausrüstungsgegenstände muss man am Anfang raussortieren. Das sind die 2 Molotow-Cocktails, die bösen Zwillinge und Mamas Schrotflinte. Auch die Startausrüstungsgegenstände sortiert man raus. Bratpfannen, Pistolen, Einbrecheisen und eine Feuerwehraxt. Und zum Schluss sehen wir noch die Wundenkarten. Man kann genau eine Wunde bekommen, die 2. ist tödlich. Es gibt noch Zielmarker, rote, grüne und blaue. Die habe ich jetzt in der Box gelassen. Hier seht ihr die Noise-Token oder Lärmmarker und hier die Türen, erst die geschlossene. Und dann die offene. Die Türen gibt es in verschiedenen Farben. Manche Szenarien schreiben vor, dass man erst die grüne Tür öffnen muss, um weitere Ziele erreichen zu können. Was haben wir noch in der Box? In der Box haben wir noch diese Büroklammer. Mit diesen Büroklammern befestigt man hier oben und schiebt hier die Erfahrungspunkte bei den Spielern weiter. Denn jeder Spieler macht während des Spiels Erfahrungspunkte. Und zum Schluss noch den Startspieler-Token. Der ist gerade im Solospiel ganz interessant. Den werdet ihr später noch sehen. Und es gibt noch sogenannte Fertigkeitsmarker. Das sind diese hier. Die kommen später zum Einsatz. Ich hole aber schon mal ein paar raus hier. Zack. Die legt man nachher im Verlauf des Spiels. Darf man wählen, welche Fertigkeit man hat oder welche man schon hat. Die legt man dann hier hin und zeigt an, ob man die eine oder die andere wählt. Damit haben wir schon die gesamten Komponenten gesehen des Spiels. Und wir können direkt einsteigen, uns diese tollen Figuren anzugucken. Was macht man mit den Figuren? Wie geht es? Und wie läuft eine Runde ab? So, zum Spiel selber und zur Regel räume ich ein bisschen was auf. Ich werde diese Figuren mal hier zur Seite stellen. Die brauchen wir im Verlauf des Spieles immer wieder. Deswegen sollten sie immer nah am Spiel sein, aber doch nicht so, dass sie es verdecken. Ich organisiere kurz den Tisch um und bin gleich wieder da für euch.